A2.3. Die Sonne steht so, dass der Schatten des Rotorblattes, dessen Spitze senkrecht nach oben zeigt, 25 Meter lang ist. Der Schatten des Mastes endet in einer Entfernung von 42 Meter mit dem Mittelpunkt des Mastes. Siehe Skizze. Berechnen Sie die Gesamthöhe H der Windkraftanlage, runden Sie auf ganze Meter. Also holen wir mal alle wichtigen Informationen. Wir haben hier, der Schatten der Spitze ist 25 Meter lang, haben wir hier eine Zeichnung schön drin. Und der Schatten des Mastes ist 42 Meter lang. Haben wir auch schon in der Zeichnung drin. Was sollen wir berechnen? Die Gesamthöhe H der Windkraftanlage. Ja, die Gesamthöhe ist also dieses Ding. Das ist mit H betitelt, das soll berechnet werden. Und hier heißt es dann weiter, runden Sie auf ganze Meter. Ja, also wieder alles auf ganze Meter runden. So, schauen wir uns die Skizze an. Wie kommen wir drauf? Die Gesamthöhe H berechnet sich aus einmal hier oben dem Rotorblatt. Das kennen wir schon aus den vorherigen Aufgaben mit 82 Metern. Und was jetzt noch fehlt, ist die Höhe des Mastes. Nenne ich den mal x. Ja, x ist noch nicht belegt, passt wunderbar. Also lässt sich die Gesamthöhe berechnen. H ist gleich 82 Meter plus x. Und dieses x brauchen wir jetzt noch. So, wie kommen wir da drauf? Was man hier jetzt tatsächlich annehmen muss, was jetzt so direkt nicht drinstehen, ist hier, ich nenne es mal die Sonnenstrahlen, die da, die stehen parallel zueinander. Das ist wichtig, ansonsten wird es sehr kompliziert zu berechnen. So, wenn diese Dinge parallel sind, dann sieht man vielleicht schon, auf was es hinausläuft. Wenn wir hier Parallelität drin haben und zusätzlich noch hier die Dreiecke erkennen, ja, hier liegen so Dreiecke drin und hier noch ein zweites, da, ja, dann deutet es auf einen ganz speziellen Satz hin, der am schnellsten funktioniert, nämlich der Strahlensatz. Man kann auch mit anderen Dingen arbeiten, wie jetzt Sinuskurs, vielleicht mit Sinuskurs und Tangens, aber der Strahlensatz ist ja einfach am schnellsten. Gut, wie stelle ich den auf? Gehe mal in die Formelsammlung, Strahlensatz, wo habe ich Seite 7? Hier. Ja, da kommt er, genau, Strahlensätze. Bei den Strahlensätzen gilt, dass die sehr viele Kombinationen haben. In der Formelsammlung steht jetzt eigentlich nur einer bzw. zwei Varianten drin. Also gibt es tatsächlich, dass man mit dem Strahlensatz ein bisschen umgehen können muss, um vielleicht auch andere Varianten zu finden, die vielleicht schneller wären. Ich benutze jetzt eigentlich recht häufig die Variante, die hier drin steht, also vom Zentrum aus zu den Punkten. ZA, das ist jetzt hier das kleine Dreieck. Ja, wenn ich vielleicht mal einen anderen Stift. Ja, ZA ist hier das kleine Dreieck zu ZA' wäre das große Dreieck und hier ZB kleines Dreieck zu großes Dreieck. Also so stelle ich das auch gerne auf. Ich suche mir den gemeinsamen Punkt. Das wäre hier der Fußpunkt von dem Windkraftrad. Und jetzt entsprechend kleines Dreieck zu großes Dreieck ist gleich kleines Dreieck zu großes Dreieck. Gut, mache ich das nochmal weg, um es zu verdeutlichen. Ich fange immer mit der Unbekannten an. Hat einfach den Vorteil, wenn ohne Taschenrechnerteile dran kämen, muss ich weniger umformen. Aber mache ich einfach generell so. So, die Strecke x geteilt durch. Schauen wir es uns an. Die Strecke x ist das kleine Dreieck hier. Und jetzt brauche ich die entsprechende Strecke vom großen Dreieck. Das ist hier diese Strecke. Die können wir ausdrücken durch x, die Höhe des Mastes plus 82, also die Länge des Rotorblattes. Und habe ich mein großes Dreieck ist gleich. So, und jetzt gilt, ich habe im ersten Bruch mit der kleinen Strecke angefangen. Deswegen fange ich jetzt auch im zweiten Bruch mit der kleinen Strecke an, mit dem kleinen Dreieck. Also die 42 Meter geteilt durch die große Strecke. Ja, Achtung, das ist das komplette, also die 42 Meter plus die 25 Meter sind 67 Meter. So, habe ich meinen Vier-Streckensatz oder Strahlensatz und den muss ich jetzt auflösen. Wer einen Solver zur Verfügung hat, kann es jetzt ganz normal eintippen und solvern. Wenn nicht, dann muss man es einfach durch Umformung lösen. Wir haben hier eine Bruchgleichung, das bedeutet, die löse ich am schnellsten auf, indem ich über Kreuz multipliziere. Das heißt, der Nenner des ersten Terms geht mit Multiplikation nach rechts oben und der Nenner des zweiten Terms geht mit Multiplikation nach links oben. Also einmal mal x plus 82 und einmal mal 67. Halt, da brauche ich eigentlich keine Klammer. Der nächste Schritt würde also wie folgt aussehen. 67 mal x, ja, das ist der Nenner nach links oben multipliziert, ist gleich 42 mal Klammer x plus 82. Das ist der Nenner nach rechts oben multipliziert. So, alle Brüche sind weg, wunderbar.
Heißt, vereinfachen so weit wie möglich, 42 mal x sind 42x und 42 mal 82 sind 3444. Jetzt habe ich alles vereinfacht, jetzt geht es an die Umformung. Ich muss alle Zahlen mit x auf die linke Seite bringen und die Zahlen ohne x lasse ich rechts stehen. Schaffe ich am einfachsten, indem ich hier minus 42x rechne. Und dann sind das 25x, also 67 minus 42 sind 25, ist gleich, hier bleiben noch die 3444 stehen. Und jetzt teile ich durch die 25, also die Zahlfaktor, der vorm x steht, und erhalte dann für das x einen Wert von 137,76. Aber Achtung, wir müssen auf ganze Meter runden. Das heißt, das sind ca. 138 Meter. So, die 138 müssen wir noch hier oben in die Formel einsetzen. Also h ist gleich 82 plus die 138. Und das sind dann 220 Meter. Ja, damit hat der Turm eine Höhe von, also insgesamt mit Rotor, eine Höhe von 220 Metern.